Natürlich muss ich ein starkes Spiel ankündigen. Ich kann ja nicht mich hinsetzen und sagen, wir werden so lala spielen. Also wir wollen, nehmen uns natürlich immer viel vor. Hat bis auf wenige Passagen innerhalb der 90 Minuten gut funktioniert. Aber ja, leider konnte man Polen nicht ganz entschärfen, sage ich mal. Und das gibt so einen kleinen Beigeschmack, aber wir sind natürlich noch in dem Prozess, aber natürlich gegen den stärksten Gegner in unserer Gruppe haben wir 3-1 gewonnen und das war, denke ich, auch noch ausbaufähig. Also insgesamt können wir schon sehr viel Positives mitnehmen aus dem Spiel. Wir haben das Spiel beherrscht, wir wollten unbedingt die 3 Punkte. Wir haben ein überragendes Spiel abgeliefert, Lob nochmal an die ganze Mannschaft. Wir haben verdient so hoch gewonnen, 3-1 und wichtig sind die 3 Punkte und die haben wir geholt. Heute hat man gesehen, waren gute Ansätze. Wir haben geduldig gespielt, dem Gegner laufen lassen und man hat gesehen, was wir für eine Qualität haben. Wussten wir ja, dass es ein wichtiges Spiel für uns war, dass wir, wenn wir nicht gewinnen, es nochmal ganz eng werden kann und umso größer ist die Erleichterung nach den 3 Punkten. Ich habe schon immer geträumt, Nationalspieler zu werden und heute ist es wahr geworden. Ausgerechnet hier in meiner Heimatstadt Frankfurt, wo ich geboren bin, wo ich groß geworden bin und das freut mich. Wir haben heute einen guten Schritt gemacht, sind jetzt Tabellenführer und das wollen wir nicht mehr hergeben. Wir wollen natürlich als Weltmeister den ersten Platz natürlich verteidigen. Und deswegen fahren wir jetzt auch nach Schottland, um da auch 3 Punkte zu holen.